Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Golf Club featuring the PGA Tour hier aus T-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir sind auf dem geteilten 16. Platz, even bei der Paarrunde. Wir haben in den ersten 6 Löchern ein Unterpaar geschafft, in den nächsten 6 Löchern haben wir ein leider Überpaar gehabt. Da muss man auch sagen, so, da hat wieder der Schläger irgendwie nicht so ganz das gemacht, was ich gerne machen möchte. Wir sind jetzt an Loch 13, ein 155 Yards Paar, 3 Schlag. Mit einem doch recht fies aussehenden Grün da hinten. Wenn man das so dem Anflug sieht. Naja, wohl, ja, nö, ja. Puh. Schwierig. Wir haben auf jeden Fall Seitenwind. Gut, dann gucken wir. Dann müssen wir den Seitenwind aus. 147 Yards Carrying, sagt er. Dann müsste ich, ja, da ein bisschen cooler noch. Wir haben leicht schweren Seitenwind von 7 Meter pro Sekunde. Und leicht von vorn, also etwas einbremsend, dazu ist es höher. Ich denke mal, das ist cool, wenn wir das so hinkriegen würden. Langsam, langsam, ist natürlich auch noch ein bisschen dann verrissen wieder. Super Sache. Und der Wind unterstützt natürlich das Verreißen. Well, that was unfortunate. Ja, das ist unglücklich. Oh. Oh. Wir pitchen das mal dahin. Chip, chip. Hurra. Oh. Fängt nicht gut an. Weil es ist hier sehr, sehr wellig. Ob wir den Putt jetzt reinkriegen und wir sind wieder mit der Geschwindigkeit sind wir echt komplett raus, ne? Wir sind mit der Geschwindigkeit echt komplett raus. Was die Schläge angeht. Oh. That was very close. This one's about 2 feet from the cup. Ja. Gut, also, fangen wir schon mit einem drüber an. Versauen uns jetzt nicht die Runde hier an den letzten 6 Löchern. Mensch, das war ein fies aussehendes Grün und dann kam noch dazu, dass wieder der Schlag nicht so funktioniert hat, wie es gerne hätte. Puh. Okay, Loch 14, ein 435 Yards Par 4. Sieht erstmal ganz gut aus. Wir müssen wahrscheinlich über diesen Erdwall hinwegkommen, damit wir dann neben dem Bunker landen. Und dann können wir nicht recht gerade auf die Fahne draufschlagen. Sie steht bei hinten im Grün, das ist gut. Da haben wir nämlich dann durchaus Möglichkeit, mit einem weiten Schlag vorne im Grün zu landen und dann noch ein bisschen an die Fahne heranzukulächen. So, das ist der Plan also. Wir haben natürlich Seitenwind in ungeahntem Ausmaß mit ein bisschen Gegenwind gepaart. Na dann. Auf geht's. What a promising looking shot here. Jupp, sieht gut aus. Kommt gut runter. Jawohl. Sehr gut. Okay, and from 180 yards out. So, 180 Yards mit 9 Meter Gegenwind. Da können wir getrost den Hybriden nehmen und mal richtig nochmal drunter pelzen. So, ein bisschen Seitenwind haben wir auch problematisch. So. Und dann hauen wir den da einfach mal hin. So, perfekt, perfekt. Der Wind, der wird schon richten, dass wir vor der Fahne runterkommen. Aber wir könnten dran vorbei kullern. Ja, wir kullern dran vorbei. Oder? Ah, gar nicht mal so weit. Gar nicht mal so weit. Gut. Was ist das jetzt hier? Par 4, Par 5? Weiß ich gar nicht mehr. Gott, hab ich vergessen. Par 4. Okay, also Par 4 können wir uns jetzt nochmal einen Annäherungsschlag ans Loch gönnen. Wir müssen ein bisschen mehr Energie hinterlegen. So, schön. Ja, ist der Annäherungsschlag. Wir sind halt eben nicht die Profi-Putter. That's about 3 feet away. 3 feet away, ganz schön schief ist das Gelände hier. So, wow, knapp, ne? War fast so aus, als wenn er dann nochmal daneben rollen will. Aber even. Also, wie das Loch. Wir sind jetzt geteilt auf 34. Also Top 25 wollte ich eigentlich erreichen. Also wir müssten unbedingt irgendwo nochmal das Glück haben, einen Birdie hinzulegen. 404 Yards, Par 4, Loch Nummer 15. So, wir fliegen natürlich erstmal mit unserem schönen Art und auf unserer bekannten Art und Weise. Sehen, dass das hier sehr, sehr hügelig ist. Und wir hoffentlich nicht hinter diese Bäume kullern, weil dann haben wir ein Problem. Wir müssen wirklich auf die andere Seite vom Feld kommen, damit wir gerade drüber schlagen können. Und oder durch die Bäume hin, also dran vorbeikommen und wir gut ins Loch kommen. Zum Loch kommen. Gut, gucken wir mal, wo will er uns denn hin platzieren? Dort will er uns hin platzieren. Wir haben ordentlich Rückenwind, dann platzieren wir uns mal dorthin. Und dann hauen wir einfach mal drauf hier. Zack.
I think we'll find some fairway here. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall an den Bäumen dran vorbei. Das ist das Wichtige. Wir hätten noch ein bisschen besseres Timing haben können, aber so ist das schon mal ganz gut. From 115 yards out. So, jetzt haben wir wieder richtig Rückenwind. Und der Bunker ist da vorne vor. Was haben wir denn hier schön? Gapwitch normal, der Sandwich. Ja, er wird uns rübertragen. Können wir da vielleicht floppen? Floppen. Ach, das 9er Eisen kann ich floppen. Punchen brauchen wir da auf jeden Fall nicht. Pitchen. Also wir zielen genau auf den Bunker und hoffen, dass wir drüber fliegen. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr gewagt. Meter pro Sekunde, 97%. Wir könnten doch viel zu weit fliegen, ne? Well, this is definitely heading towards the green. Puh. Schwierig. Schwierig, sehr schwierig. And that approach is on the green. So. And, lengthy putt in the near future. Das packen wir auch nicht. So, dann nehmen wir uns jetzt hier den, ne? So, das chippen wir doch. So. Wo landet denn der Chip jetzt hier, den wir jetzt hier machen wollen? Der landet da vorne. Nicht einen Flop wollen wir nicht machen. Wir wollen einen Pitch in den Chip machen. Wir wollen aber mit, auch nicht mit dem Schlägen. Wir sind heute aber auch wieder. So, mit dem Sandwich. Mit dem Bitch. Mit dem Bitch machen wir das. Achso, wir haben Wind von da. Deswegen. Immer ein bisschen kürzer. So. 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 Und ab dafür. Kullert er zu weit? Jetzt kullert er zu weit. Kullert er berg runter. Kullert runter. Nein. Ich hätte doch noch einen Schläger kleiner nehmen sollen. Verdammt. Shit. Also jetzt haben wir es uns wirklich versaut ein bisschen. Muss ich ehrlich sagen. Also das war nicht gut. Das war wirklich nicht gut. Den haben wir uns jetzt echt gut versaut hier, das Loch. Durch unsere. And about 7 feet to go here. Ach, Mist. Oh. Oh, that was so close. And this for the double bogey. Jetzt haben wir es uns richtig versaut. Also das muss man ehrlich sagen. Der zweite Schlag war zu risikoreich, den haben wir eigentlich. Ja gut, der ging noch, aber der dritte Schlag war einfach voll vor die. And now setting up for the par 4. War nicht gut. War echt nicht gut und das muss man offen und ehrlich zugeben. Oh, jetzt habe ich den Flug nicht mitgemacht. Oh. So, gut, naja. Gucken wir mal hin. So, hier müssen wir dann an Bäumen dran vorbei. Wir haben Rückenwind und ein bisschen Seitenwind von dort. Warte mal, nee, dann ist das schon eigentlich schon ein bisschen zu nah an dem Rough dran. Immer noch ein bisschen nach da und dann holen wir den jetzt hier mal da runter. Und dann soll er mal richtig schön fliegen. So. Jetzt müssen wir wirklich noch ein bisschen Glück haben, weil eben haben wir es echt richtig verbockt. From 125 yards out. So. Da sind wir ein bisschen höher. Wir machen trotzdem den Schlag kürzer, weil wir ordentlich Rückenwind haben. Gapwitch 116 Yards. Wir gehen ein bisschen nach da und dann. Zack. Und dann hat er keine Ahnung, warum er den so langsam hat. Der geht nicht auf meine Kappe. Es tut mir leid. Der geht wieder nicht auf meine Kappe. Ich kann nicht mehr als mit dem Daumen schnell nach vorne machen. Mehr geht einfach nicht. Und es ist ärgerlich. Der war wirklich. Und das in. Denkpause, die das Spiel macht. Kann ich echt nicht sehen. And that one drops for the bogey. And after that one, he's also das Loch eigentlich verloren wegen so einem Mist wieder.
Also okay, ich kann es euch ja nur sagen, ich habe wirklich den Sticky wirklich volle Wucht nach vorne gehauen und er macht ganz am Rand langsam. Als wenn ich so... Oh. Kennt ihr das Faultier aus, hier, wie heißt der Film hier? Zoomania? So hatte sich das vorgestellt, habe ich das gemacht. Aber nein, ich habe es gemacht wie Hemi aus... Wie heißt der andere Film? Ab durch die Hecke. Aber, ich mag doch den Keks. Na, egal. So. Gut, 17. Loch, 538 Yards, Par 5. Das heißt, wir müssen jetzt mal ordentlich hier drunter pelzen. Haben ein bisschen Seitenwind, aber das stört uns nicht. Wie man sieht, es geht ja eigentlich. Deswegen können das echt nur Denkpausen im Spiel sein, dass da irgendwie der Thread das nicht richtig mitkriegt oder irgendwas, keine Ahnung. Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr schade, dass man da den Blick verliert. Schade. So, und jetzt sagt er uns, wir sollen, wieso denn das bitteschön? Achso, Ja, aber 9 Meter Gegenwind. Ich schlag doch hier nicht mit 9 Meter Gegenwind dahin. Oder Seitenwind. Boah, oh, schwierig. Sehr schwierig. Sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Boah. Jetzt habe ich ihm gedacht, wir sind echt nur kurz vorm Bunker, ne? Boah, schwierig. Aber gut. So, 8er Eisen Chip, sagt er. Was ist er denn für einer? Wir machen hier natürlich einen... Plopp. Den will ich hier haben. Und zwar mit dem... Gapwitch. Plopp. Das probieren wir mal aus. 9 Meter Gegenwind. Da könnte noch ein bisschen uns ein bisschen nach da treiben. Macht aber nichts. Perfekt, perfekt. Damit kann ich leben. 5 feet to go here. And that one will drop for birdie. Birdie. Hm, haben wir wenigstens den Schlag wieder reingeholt, den wir am vorigen Loch verbaselt haben. Super, aber trotzdem noch plus 3. Gut, aber da muss man auch sagen, also einmal waren wir wirklich selber schuld, dass wir da 2 Schläge mehr gebraucht haben. Das war echt nicht gut. Ach, ich wollte doch den Flug mitmachen. Na gut, haben wir es jetzt nicht gemacht. Wir gucken mal, 412 Yards, 28 Yards tiefer und sehr viel Wasser da hinten. Hätte man den Flug mitmachen sollen, das ist ja richtig interessant. Und wir haben natürlich Gegenwind. Na gut, okay. This drive just smoking, folks. Smoking. Straight, perfect, perfect. So, wir das sehen, aber halt der Gegenwind bremst uns ganz schön aus. About 160 Yards to pin here. So, 160 Yards bis zum Pin, noch ordentlich Gegenwind. Wir müssen den Schläger eins größer machen. Oh, risky, risky, risky. Risky, risky. Oh, ich bin mir echt nicht. Puh. Oh, das ist risky. Am besten nicht hingucken. Going with the 7 iron on this one. Komm. And this one's heading towards the green. Oh ja, es kommt an. Er kommt an, er kommt an. And this next putt was 74 on their final round. Ja, es ist das letzte Loch, ne? Jawohl. For the birdie. So, wir sind 2 drüber in der ganzen Runde. Ach, schade. And Luke, as his event comes to an end, don't know really what else to say, but he just wasn't there and he wasn't on when he needed to be today. I don't want to judge, John, but they certainly didn't deliver their best performance today. Ein bisschen Preisgeld haben wir gekriegt. Well, that's all we've got time for today, folks. Hope to see you soon. Hope to see you soon. Das könnte ich ja nicht noch weitergeben. Aber wir haben es immerhin geschafft. Also wir sind leider nicht ganz in die Top 50 gekommen. Top 25 waren unser ausgegebenes Ziel. Minus 4 hätten wir auch nicht erreicht. Sagen wir so, wenn wir das verlorene Loch durch den Missschlag nicht gehabt hätten, wo uns im Bunker gelandet ist, dann hätten wir plus 1 gehabt, wenn wir in den Top 50 gekommen, wenn wir denn uns in dem einen Loch nicht so doof angestellt hätten, wären wir bei minus 1, wären wir tight 9. Einmal mein Fehler, einmal würde ich sagen, geht es nicht unbedingt auf meine Kappe. Das Handicap ist wieder ein bisschen besser geworden, wir sind bei 5,2. Gut,
Dann drücken wir jetzt mal ganz kurz auf A und gucken uns noch an, was uns dann als nächstes blüht. Wir haben wieder ein paar Runden-XP gekriegt für 18 Löcher, 288. Sind Level 4 immer noch. Die Karten drehen sich nicht mehr um. Ich weiß nicht, ob das sein muss. So, wir haben einen Rivalen. Herrn Gomez. Ihre Leistung wird nun... Was wird von nun an nach jeder gemeinsamen Runde mit ihres Rivalen verglichen? Schlagen Sie Ihren Rivalen und sichern sich zusätzliche Währungsbelohnung. Okay. Wir haben einen Rivalen. Keine Ahnung, wo der herkommt. So. Erster Preis 90 Geld. Preisgeld insgesamt 3000. Bisschen was. Naja, gut. Okay. Ja. Lief ganz gut. So, wir müssen dann in der nächsten Runde... Oh, Glückwunsch. Sie haben einen neuen Sponsor freigeschalten. Ah ja, Kassel. Ihnen stehen nun die Sponsorfortschritte, die Registerkarte, Rekorde des PGA Tour Karrieresmenü an. Okay, dann soll ich mir was angucken. Warum? Naja, gut. Können wir mal gucken. Aber wir haben einen Sponsor, was auch immer das heißt. Was der uns sponsert, was wir dafür kriegen oder ob wir da ein bisschen was kriegen. Sie haben keine der Qualifikationsmeisterschaft. Achso. Okay. Alternative Veranstaltung. Sie haben das Turnier noch nicht begonnen. Okay, sie haben keine der Qualifikationsvoraussetzungen, die dieses Turnier erfüllt. Kann ich das mal ganz kurz sehen, was da... Sehe ich nicht. Okay. Gut, dann können wir hier oben nochmal unter Rekorde gucken. Was ist da mit Sponsor? Sponsorziele, Sponsorfortschritt, erreiche 0... Ziele... Ah ja, 0 von 3, 0 von 1. 0 von 1. Erreichen Sie PGA Tour Karrieresmodus bei 3 Turnieren die Top 10. Okay, das haben wir echt noch nicht. Okay, gut, ja. Dann müssen wir mal zurück. So, was hast du für ein Ziel? Wir sollen beenden Sie 3 Aufeinanderrunden in PGA Tour unter Paar. Okay. Das wird doch nicht einfach sein. Gewinnen Sie ein PGA-Turnier. Okay. Spielen Sie bei dem PGA-Turnier eine Runde mit Paar, ohne ein Hindernis zu treffen. Was ist ein Hindernis? Na gut, egal. Wir werden sehen. So soll es sein. Sind Sie sich das Sponsor wechseln müssen? Abbrechen. Ach so. Auch noch. Ah, die haben aber auch lustige Sachen, die wir da kriegen. Na gut. So, man muss dann den Sponsor auch noch wechseln. Okay. Gut, Rivalität. E-Gomez. Ich weiß, E-Gomez kenne ich nicht. Rivalität. Nur PGA Tour verfügbar. Bestätigen. Ja. Unentschiedene Rivalität. Na gut. Da werden wir wahrscheinlich auch erstmal die ersten paar Runden nicht unbedingt so gut dastehen. Gut. Das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis denn. Tschüss.